Moin, das ist Nils Holger und das ist Antonia. Antonia ist Kunsthistorikerin, Nils Holger ist Kameramann. Wir befinden uns in Lübeck, in der Kunsthalle St. Annen, wo die beiden einen Kurzfilm-Workshop anbieten. Und zwar aus Anlass der Ausstellung Deutsche Bilder. Hier sind nämlich gerade Bilder zu bestaunen, die von deutschen Künstlern in den letzten gut 40 Jahren geschaffen worden sind. Damit wir Workshop-Teilnehmer diese Bilder erst einmal kennenlernen, macht Antonia zunächst eine Führung durch die Ausstellung, wobei allen Teilnehmern deutlich wird, wie unterschiedlich die Künstler in der jüngeren Vergangenheit gedacht und eben auch gemalt haben. So hat man sich nach 1945 wohl erstmal in der abstrakten Malerei wohler gefühlt als in der konkreten Abbildung. Was? Ich kann ja erkennen, was du so gemalt hast. Aber auf die ein oder andere Weise hat man dann doch wieder angefangen, Menschen, Städte oder Landschaften in diesen Bildern deutlich erkennbar werden zu lassen. Ich kann erkennen, was du gemalt hast. Nichtsdestotrotz, diese Vielfalt an unterschiedlichen Ausdrucksweisen ist schon heftig beeindruckend. So, und nun kommt Nils Holger. Er zeigt uns ein paar Techniken, wie man mit der Kamera so umgehen kann und schickt uns dann hinaus in den Regen. Wir sollen jetzt in der Stadt ein paar Aufnahmen machen, die was mit dem Thema deutsche Bilder zu tun haben könnten. Was ist eigentlich deutsch und was nicht? Oder eben nur in Lübeck? Also ich muss dazu sagen, mir gefällt das. Denn in der Kunsthalle, das ist ja das eine, aber die Wahrheit liegt dann doch eigentlich immer irgendwo da draußen. Auf der Straße oder was? Was ist hier nun typisch deutsch? Etwa das Kopfsteinpflaster? Naja, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen typisch für Lübeck. Aber Kopfsteinpflaster gibt es natürlich auch in Dänemark, in Frankreich oder in Tschechien. Typisch deutsch. Das vielleicht... Die vielleicht... Ne. Das Bedauerliche ist ja... Hier ist keiner, der einem etwas darüber erzählen kann. So wie Antonia in der Kunsthalle. Aber Moment, ich höre da etwas. Da spricht doch jemand zu mir. Du blöder Sack. Ich bin deutsch, du blöder Sack. Du bist deutsch? Du blöder Sack. Spreche ich Spanisch? Du blöder Sack. Und wenn du wissen willst, was noch alles deutsch ist, dann musst du nur nach oben sehen. Nach oben sehen? Spreche ich Spanisch? Du blöder Sack. Da musst du nur nach oben sehen. Nach oben sehen. Schau, da wollen wir mal schauen. Autobahn. Ja, naja, bisschen platt, ne? Schloss Neuschwanstein. Ja, ist nicht unbedingt Deutschland. Ist ja hauptsächlich Bayern, ne? Bier, ja, gibt's auch anderswo, aber... Ja, Fußball. Stopp. Du blöder Sack. Ich meinte nicht da hochsehen. Hä? Ich meinte hoch hinaus nach oben sehen. Deutscher Backstein, deutscher Backstein, deutscher Backstein. Oh, das ist irgendwie peinlich, ne? Deutscher Backstein, deutscher Backstein, deutscher Backstein, deutscher Backstein, deutscher Backstein, deutscher Backstein. Deutscher Backstein, deutscher Backstein, deutscher Backstein.